Sie sind Abonnentin oder Abonnent der gedruckten Badischen Zeitung im regulären Vollbezug? Ab sofort stehen Ihnen auch alle Inhalte unseres Online-Auftritts badischezeitung.de kostenfrei und unbegrenzt zur Verfügung. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie sich freischalten und Ihr Abonnement ganz einfach selbst verwalten können. Wir zeigen Ihnen, wie es geht. Rufen Sie die Seite badische-zeitung.de auf. Klicken Sie nun rechts oben auf Meine BZ. Wenn Sie bereits über Zugangsdaten verfügen, klicken Sie hier auf Anmelden und geben Sie anschließend Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort ein. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie dort auch die Funktion Passwort vergessen nutzen. Anschließend können Sie das Video vorspulen bis zur nächsten Kapitelmarke. Wenn Sie bisher noch keinen Zugang besitzen, klicken Sie auf Neu registrieren. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein neues Passwort ein. Bitte achten Sie dabei auf die Voraussetzungen zur Vergabe eines sicheren Passwortes. Grüne Markierungen zeigen Ihnen dabei, welche Vorgaben Ihr Passwort bereits erfüllt. Um Ihr Passwort sichtbar zu machen, klicken Sie auf das Augensymbol. Eingabefehler wie Leerzeichen oder eine aktivierte Feststelltaste erkennen Sie so direkt. Erst wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie mit Ihrer Registrierung fortfahren. Wiederholen Sie Ihr gewähltes Passwort nochmals und klicken Sie anschließend auf Weiter. Bitte geben Sie nun Anrede, Vorname und Nachname an. Unbedingt beachten, bitte tragen Sie in den Adressfeldern genau die Adresse ein, an die Ihre gedruckte Badische Zeitung geliefert wird. Wenn Sie Ihre Postleitzahl eingeben, wird der dazugehörige Ort automatisch ausgefüllt. Im Feld Straße werden Ihnen nach Eingabe weniger Buchstaben Vorschläge angezeigt, aus denen Sie Ihre Straße auswählen können. Unseren Lesern bieten wir redaktionelle Newsletter an, die Sie mit aktuellen Informationen passend zu Ihrer Region versorgen. Wenn Sie diese erhalten möchten, haken Sie diese Box an. Eine Abmeldung ist jederzeit wieder möglich. Setzen Sie hier optional einen Haken, wenn Sie von uns per E-Mail über zusätzliche Angebote informiert werden möchten. Bitte akzeptieren Sie dann noch die AGB und die Informationen zum Widerrufsrecht, indem Sie hier einen Haken setzen. Klicken Sie anschließend auf Abschicken. Sie erhalten nun eine E-Mail auf die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse. Prüfen Sie gegebenenfalls auch Ihren Spam-Ordner. Rufen Sie Ihr E-Mail-Postfach auf und bestätigen Sie Ihre Registrierung mit einem Klick auf Jetzt aktivieren. Ihre Registrierung ist nun abgeschlossen. Sie können sich nun über den weiterführenden Link zu Meine BZ einloggen oder direkt auf der Seite unter dem Menüpunkt Meine BZ. Klicken Sie zuerst auf Anmelden und geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Einmal noch mit Anmelden bestätigen und Sie befinden sich in Ihrem Kundenkonto. Im Kundenkonto sehen Sie Ihre persönlichen Daten und können eine Vielzahl an Einstellungen vornehmen, zum Beispiel Ihr Passwort oder Ihre Bankdaten ändern und weitere Angebote rund um Ihr Abo nutzen. Um Ihren Abonnementstatus zu prüfen, klicken Sie bitte in der Kachel Abonnementverwaltung auf Meine Aufträge. Ist Ihr Abonnement der gedruckten Zeitung hier aufgelistet? Die Zuordnung Ihrer Daten hat funktioniert. Wird Ihnen Ihr Zeitungsabonnement an dieser Stelle nicht angezeigt, bitte kontaktieren Sie unseren Leserservice. Dort hilft man Ihnen gerne weiter. Sofern die Zuordnung funktioniert hat, sehen Sie in Ihrem Meine BZ-Konto in der Kachel BZ Digital die Website badischezeitung.de aufgelistet. Sie können ab sofort auf BZ Online unbegrenzt lesen, solange Sie in Ihrem Browser angemeldet sind. Haben Sie bereits ein BZ Digital Basis- oder Premium-Abo, so bleibt Ihnen dieses wie bisher mit dem vollen Leistungsumfang erhalten. Alle Produkte, die in Ihrem Abonnement enthalten sind,
können Sie dieser Übersicht entnehmen. Wenn Sie hier eine Anpassung wünschen, wenden Sie sich bitte an unseren Leserservice. Wir wünschen Ihnen ein tolles Leseerlebnis auf badische-zeitung.de.